Ja. Hallo und herzlich willkommen bei uns hier im Holiday Inn in Düsseldorf. Mein Name ist Daniel, ich bin Azubi im dritten Lehrjahr und möchte Ihnen heute zeigen, wie wir zwei verschiedene Cocktails herstellen. Als erstes haben wir uns ausgesucht den Inspiration, ein fruchtiger Sommercocktail, der durch drei verschiedene Säfte fruchtig und spritzig wird. So, für den Inspiration benötigen wir drei verschiedene Säfte. Einmal Ananassaft, von dem nehmen wir 10 cl. Mangosaft, wofür haben wir 12 cl benötigen. Und einmal Orangensaft, wo wir 6 cl von benötigen. So, zusätzlich kommen noch 2 cl Mandelsirup. Und 4 cl Erdbeersirup hinzu. So, das Ganze shaken wir dann. So, den Cocktail servieren wir in einem ganz normalen Cocktailglas. Wir füllen es zur Hälfte ca. mit Crushed Ice, damit der Cocktail auch gut kühl bleibt, und seihen dann den fertigen Cocktail ins Cocktailglas. Zur Dekoration empfiehlt sich meinetwegen eine Orangenscheibe, etwas Ananas, eine Physalis oder zur Dekoration ein wenig Ananasgrün. So, und fertig ist dann unser alkoholfreier Inspiration. So, als nächstes zeigen wir Ihnen den Pina Colada. Ebenfalls eigentlich ein Sommercocktail, der durch die Sahne natürlich etwas schwerer ist. So, wir nehmen als allererstes wieder Eis in den Shaker, damit wir es beim Schütteln kühl kriegen. Dann fangen wir an mit 4 cl Sahne. So, nach der Sahne kommen 5 cl weißer Rum dazu. Nach dem weißen Rum füllen wir 10 cl Ananassaft hinzu, damit er sein typisches Aroma bekommt. Und noch 2 cl Kokosnusssirup oder was man auch mit Batida de Coco oder ähnlichem ergänzen kann. Für den Cocktail nur noch gut schütteln. Der Sahne enthält, muss er sehr gut geschüttelt werden, damit sich auch alles gut verbindet. So, den fertigen Cocktail schütten wir jetzt wieder in ein Cocktailglas. Dies füllen wir wieder mit Crushed Eis, damit der Cocktail gut gekühlt ist. Nur noch das Cocktail abseihen. Ein bisschen dekorieren. Und schon ist unser fruchtiger Pina Colada fertig.